ausgeprägten Story. Assassin's Creed Brotherhood. Die in Assassin's Creed 2 stark ausgeprägten Details wurden verbessert und es wurde eine Assassinen-Guild als neues Feature eingeführt, um noch mehr in diese Assassinen-Welt zu integrieren. Assassin's Creed Revelations, die Story von Ezio, einem der beliebtesten Assassin's Creed-Charaktere, wurde beendet, um für einen erfolgreichen Abschluss und einen Neubeginn der Serie zu sorgen. Und dann Assassin's Creed 3, ein komplett überarbeitetes Grafikdesign mit einer neuen Grafik-Engine, Unreal Next. So, wird eingesetzt und ein neuer Charakter in einer neuen Zeit, den amerikanischen Bürgerkrieg, wird eingesetzt. Also, ich muss wirklich sagen, die Entwicklung von Assassin's Creed ist wirklich beispiellos, dass eine Spielserie so extrem auf die Wünsche von Spielern eingeht. Ich finde es wirklich gut gemacht. Das ist das, was ich mal eben loswerden wollte. Zum Spiel selber. Ich finde, die Story rund um Connor war einfach nur exzellent gestaltet. Der amerikanische Bürgerkrieg, die Darstellung von George Washington, die Integrierung der erfundenen Assassinen- und Templergeschichten ist einfach nur exzellent gelungen. Was mir aber diesem Teil wirklich wenig gefallen hat, waren die Desmond-Sequenzen. Die fand ich ein bisschen überzogen und auch das Ende fand ich nicht wirklich toll. Das Ende von Connor atemberaubend, das Ende von Desmond, naja. Ich bin sowieso kein Freund von diesen Endzeit-Sachen, auch wenn es hier in Assassin's Creed abspielt, aber wie gesagt, die Animus-Sequenzen finde ich jedes Mal aufs Neue atemberaubend und in Assassin's Creed 1, 2 und Brotherhood sowie Revelations fand ich einfach die Story an sich atemberaubend, wobei mein persönlicher Schwachpunkt Revelations war, muss ich ganz ehrlich zugeben, storytechnisch. Aber okay, trotz alledem, meine Kaufempfehlung für euch ist Assassin's Creed 3 jetzt auf jeden Fall, auch für 60 Euro hätte es sich gelohnt. Ich sag nur, es hat sich so viel gelohnt, dass ich mir Assassin's Creed 4 Black Flag für Xbox 360 bereits vorbestellt habe. Also muss es ja ein gutes Spiel sein. Ich bestelle mir schließlich selten Spiele vor. Mein letztes vorbestelltes Spiel war, ja, Amnesia, aber das zähle ich mal nicht mit. Das war Gothic 4 und das war eine herbe Enttäuschung. Naja, zumindest zum Teil eine Enttäuschung. Dazu kommt später mehr, wenn ich das dann Let's Playen werde. Aber okay, auf jeden Fall kriegt das Spiel von mir eine Kaufempfehlung. Vor allen Dingen jetzt bei den Preisen, man kriegt sie jetzt gebraucht schon für 20, 30 Euro. Ich meine 25 Euro in einem großen Spieleladen, den jeder kennen sollte. Neu für 30, also das ist wirklich eine Kaufempfehlung von mir an euch. Es ist wirklich ein exzellentes Spiel. Auch wenn mir die Desmond-Sequenz, wie gesagt, nicht gefallen, das muss jeder selber entscheiden. Ja, die Story von Connor war auch exzellent umgesetzt mit dem Rachefeldzug, der im Nachhinein aber ein etwas umgesetzter Rachefeldzug war. Nicht mehr diese direkte Rache wie in Assassin's Creed 2, wobei Assassin's Creed 2 storytechnisch einfach nur überragend war. Da kommt meiner Meinung nach selbst Assassin's Creed 3 nicht dran. Hier ging es halt zum Teil auch wirklich um diese Freiheitsgeschichte und da haben die wirklich George Washington mit Charles Lee und Haytham Kenway wirklich extrem gut importiert und somit eine rundum abgerundete Story geschaffen, was ich wirklich extrem gut finde. Also, da können sich wirklich andere Spiele ein Beispiel dran nehmen. Ja, mit Desmond, wie gesagt, bin ich generell nicht so der Freund von, aber auch das ist hier zu einem annehmbaren Ende gekommen. Man könnte jetzt sagen, die Desmond-Szene ist vorbei. Und Leute, die sich jetzt wundern, hä, Desmond ist doch tot, wie kann Assassin's Creed 4 Black Flag entstehen? Erstens spielt man im Black Flag nicht den Sohn von Connor, sondern den Vater von Haytham, Edward Kenway. Kurze Erklärung, der Stammbaum, Edward Kenway, Sohn Haytham Kenway, Sohn Connor. Das ist der Stammbaum. Und es wurde gesagt, dass wir in Assassin's Creed 4 Black Flag, meine ich zumindest gehört zu haben, einen ganz neuen Gegenwartsspieler spielen. Also nicht mehr Desmond, sondern einen neuen anderen. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Des Weiteren freue ich mich sehr auf das Open World Gameplay von der Karibik, das versprochen wurde. Aber das werden wir dann sehen, wenn es released. Ende Oktober meine ich. Wartet, September, Oktober. Ich meine, Ende Oktober kommt es raus. Dann direkt am Release folgt dann von mir auch das erste Video. Das könnt ihr dann, wie gesagt, auch auf meinem Kanal verfolgen. Aber erstmal war es das jetzt mit Assassin's Creed 3. Und ich denke mal, ich habe alles gesagt, was ich gesagt haben muss. Und wie gesagt, es werden noch Videos folgen mit den schönen Hinkelbein-Missionen, mit der Befreiung New Yorks und mit der ja, Erklimmung der paar Aussichtspunkte, die noch fehlen. Wie gesagt, das schöne Grenzland lasse ich außen vor.
Außer vielleicht ein, zwei Forts, die ich da noch befreie. Aber das Grenzland an sich habt ihr so, finde ich, genug gesehen. Das heißt, ich werde mich noch ein bisschen auf die Hinkelbein-Missionen beziehen, da die doch ziemlich abwechslungsreich sind. Dazu kommt, wie gesagt, noch die Befreiung von New York. Und dann erkläre ich Assassin's Creed 3 endgültig für abgeschlossen. Es sei denn, ihr möchtet mehr sehen, dann bitte unter dieses Video in die Kommentare. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr meinen Videos eure Aufmerksamkeit schenkt und eure Klicks schenkt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr mir einen Kommentar da lässt oder ein Gefällt mir. Ansonsten sage ich, Leute, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich habe auch noch parallel andere Projekte laufen. Welche genau laufen, wenn ihr dieses Video hier seht, schätze ich einfach mal. Splinter Cell Blacklist wird wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen sein. Daneben das schöne Fallout 3. Schaltet gerne ein. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Schaltet wie gesagt bei einem meiner anderen Projekte ein. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns bei einem anderen Projekt wieder. Macht's gut. Bis dann.